Hallo und herzlich willkommen beim neuen Video. Heute spiele ich mit euch das Spiel Ultimate Tic-Tac-Toe. Ja, gerade frisch auf Steam. Und jetzt spiele ich es mal online mit dem guten Pappnase. Hallo Pappnase. Hallo. Was freust du dich denn die ganze Zeit so? Ja, weil das ja 300. Anfang ist, ne, für die Aufnahme. Ja, es ist nur ein Spaßvideo von uns beide. Wir machen einfach mal einen Witz aus dem, obwohl das Spiel eigentlich ziemlich lustig ist. Der Pappnase ist aber Gott sei Dank nicht so intelligent und verliert immer. Und dementsprechend werden wir, ordentlich Tic-Tac-Toe machen. Die Möglichkeit, sich hier gegenseitig einzuladen, finde ich ganz cool über Steam oder über LAN, aber wir werden es natürlich über Steam machen. Ne? Habe ich schon Hallo Pappnase gesagt? Weiß ich nicht. Also. Ja, wir haben jetzt, glaube ich, 40 Anfänger gehabt, aber egal. Ich gehe mal auf New Game, Multiplayer Steam und werde erstmal mit euch zusammen Classic spielen. Ich weiß nicht, was Classic Forget heißt. Wir werden einfach mal alle ausprobieren. Was hältst du davon, Pappnase? Ja. Und Invite Friends, ich weiß nicht, ob ihr das seht, hier sind ja alle meine Steam Friends. Bist du im Spiel oder aus dem Spiel? Ich bin aus dem Spiel, okay. Also außerhalb. Gut, ich lade dich mal ein. Zurück zum Spiel und dann startet das schon von alleine, ihr seht's. Gibt ab und zu ein bisschen Verzögerung da drin und die Auflösung ist im Fenstermodus, also wird's kein HD-Video. Ich mach mal ein Kreuzchen. Ja, Grafik kann man leider auch nicht einstellen. Nee, also ich habe schon Anti-Leasing, alles drin. So, Pappnase ist der Kreis, ich bin das X, aber das habt ihr wahrscheinlich schon gesehen. Oh ja, du machst mich fertig. Verloren hast du schon wieder, Pappnase. Das ist scheiße. Jetzt überlege ich ganz schwer, wo du denn... Oh, wo mache ich denn jetzt? Ich mache es hier. Und der Sieg ist mein! Ja, Pappnase, soll ich dich gewinnen lassen oder was? Nee. Okay, neu. Ich darf ja auch immer anfangen. Ich fange diesmal in der Mitte an. Nee, ich darf anfangen, weil ich ja gewonnen habe. Ach so. Hast du schon gedrückt? Nö. Sag, wann du drückst, damit wir sehen, ob das ziemlich live ist. Ja. Beim Ja hast du jetzt gedrückt? So fast. Mhm. Du hast schon wieder verloren. Du darfst nicht immer nur an den Sieg denken, Pappnase. Du musst auch Logik haben, weißt du so? Taktik. Okay, eine Chance gebe ich dir noch im Classic-Modus, dann gehen wir mal im Hardcore-Modus. Da ist auch ein bisschen Glück, weil da hast du da ja mal, vielleicht willst du da mal siegen, da ist auch Glück eine große Sache. Ja, es ist aber gerade im Moment auch so, dass ich dich gewinnen lasse, weil... Ach so, du meinst damit die Zuschauer nicht denken, ich bin doof, ne? Ja. Okay, ja, das ist sehr lieb von dir. Ich drücke jetzt einfach mal so random, damit der Panda so eine Chance hat. Oh, strategisch. Geschickt, wa? Ja. Und du kannst nur noch verbauen. Das war's. Okay, Pappnase hat gewonnen. Ich werde das Video beenden. Nein, Quatsch. Gut, das Ganze ist absolut ohne Musik. Wir werden jetzt noch eine Runde mit Musik machen, die ich selber reinschneiden werde. Was hältst du davon? Ja, darf ich ein paar Empfehlungen machen? Nee, ich werde das, ich werde das selber machen. Ich werde natürlich maßlos übertreiben. Dann gehe ich jetzt auf neu und damit geht's los. Wir reden auch nicht, ne? Wir machen jetzt nur eine spannende Runde. Auf die Plätze, fertig. Los. Okay, das reicht. Boah, ich muss die ganze Luft anhalten, damit ich mal nicht im Mikrofon einatme. Okay, ja gut, das war jetzt super spannend. Ich denke mal, mit der Musik, die ich jetzt natürlich noch nicht gehört habe, weil ich sie erst kreieren muss mit Magic Music Maker, wird das Ganze richtig cool rüberkommen. Jetzt machen wir mal eine schöne Runde. Ich muss dich, glaube ich, dann wieder neu einladen. Menü, Main Menü. Du kannst auch New machen, oder nicht? Nee, da kommst du immer direkt wieder auf dem ein.
Warte mal, back. New game. Steam. Opponent disconnect. Oh mein Gott. Ultimate machen wir jetzt. Wir machen jetzt Ultimate Tic-Tac-Toe. Okay. Ich invite dich mal. Invite mich. Bist du noch im Spiel? Ich bleib jetzt einfach mal in dem Spiel drin und okay. Guck mal, ob das funktioniert. Das hatte gerade bei uns nicht geklappt. Ja, Tim hat bestimmt wieder irgendeinen Fehler gemacht. Siehst du, wie es geht. Achso, ich muss. Yeah, und da sehen wir, hier sind ist ein großes Tic-Tac-Toe-Feld und sechs kleine, neun kleine, Blödsinn, neun kleine. Und am Ende muss man auch hier in der Reihe gewinnen. Also wir werden es sehen, während wir spielen. Darf ich jetzt anfangen oder nicht? Ja, darfst du. Dort, bei dir ist das rechte unten blau, müsste das bei dir sein, bei mir ist es rot. Ja, was mache ich denn jetzt? Oh, da muss man ganz schwer überlegen. Was? Ich kann nichts anklicken. Ich auch nicht. Doch, das unten rechts ist das, ist bei mir gerade rot markiert. Da müsstest du jetzt einen Zug machen dürfen. Nee. Irgendeins ich kann ist, nirgendwo hinklicken. Irgendeins ist bei dir untermal blau. Ach, hier ist eins rot. Oder rot. Du bist ja auch der Böse. Ja, er versteht nicht mal das Spiel, der Pappnase. Also, ich darf nur hier. Ja, weiß ich auch. Ich kriege immer nur eins. Am Ende sollst du Tic-Tac-Toe, aber du musst die so gewinnen, die verschiedenen, dass du einen Tic-Tac-Toe voll kriegst. Deswegen habe ich ja vorhin gesagt, Glück spielt noch eine Rolle. So, jetzt müsste es bei dir unten links sein, genau. Das ist schon ein bisschen, da musst du schon ein bisschen mehr mitdenken. Das ist schon ein bisschen schwieriger. Das ist aber schon ein bisschen zeitaufwendiger, ne? So vom Gefühl her. Ja. Partner, sie kann nicht so viel reden und denken gleichzeitig. Ja, aber ist ja eigentlich, am Anfang ist das ja ein bisschen öde, aber ich glaube, gleich wird es ein bisschen spannender. Wenn es so ein bisschen um die Wurst geht. Ja, jetzt ist da oben sind sogar noch zwei leer. Drei, hier unten ist auch noch eins leer. Tu es, Partner, tu es! Zieh! Wo hast du denn jetzt einen gemacht? Oben links, ganz, ganz oben links. Oben links, okay. Da darfst du es auch machen. Ja, das lasse ich dir dann nicht zu. Das kommt nicht in Tüte. Kann auch sein, dass du gleich ein Feld kriegst, wo du gar nicht mehr wehren kannst. Ne? Also, das hatte ich gerade schon mal im Singleplayer so. Der verdammt schwer ist, der Singleplayer. Der ist richtig schwer. Der Computer ist nämlich ziemlich schlau. Aber ist ja auch meine. Oh nein! Siehst du, da konnte ich mich ja nicht wehren. Da durftest du schon drei machen, ich erst ein. Gilt nicht. Gilt wohl. Gar nicht. Finde ich fair, doch. Und das schon ziemlich fair. Mann! Arsch. Den verbaue ich wenigstens dir. Schäm dich. Ich glaube, du wirst das Match gewinnen, weil du einfach nur Glück haben wirst. Wo bist du denn jetzt? Ach, da unten rechts. Ja, man sieht, das ist Röta. So, und jetzt müsste ich hier das noch gewinnen und das hier? Oh Gott. Und das. Eventuell. Wo bin ich? Ah, das habe ich schon so gut wie in der Tasche da oben. Ich sehe das schon. Ich darf mir jetzt jedes Feld aussuchen? Okay. Ich hab's auch so schon so gut wie gewonnen. Arsch. Guck mal, der in der Mitte, wo du unten einen hast, hast du überhaupt keine. Da ist noch gar kein Kreuz drin. Ja. Boah, das ist übel schwer jetzt, aber ich weiß, was ich machen werde. Such dir eins aus. Mhm. Nee, jetzt darfst du wieder nur eins nehmen. Ja. Eieiei. Ich nicht. Ja, ich darf, toll. Ja, damit habe ich ja wohl fairerweise gewonnen, ne? Ja, ist klar. Errungenschaft, Kindergarten, Profikli... was? Profizient? Was ist das denn für ein Wort? Keine Ahnung. Ich kenne das Wort nicht mal. Gut. Sollen wir noch eins austesten? Was? Ich wollte gerade beenden, aber noch eins mal so Spaß austesten. Ja, kann man machen. Was wir noch nicht kennen, weil ich kenne auch außer Classic eigentlich gar keins. Und zwar Classic Forget, was auch immer dieses Forget heißt. Werden wir dann rausfinden, denke ich mal. So, ich lade dich dann nochmal ein. Das klappt ja jetzt ganz gut. Was heißt denn Forget? Oh, ich darf, wahrscheinlich vergessen wir dann...
wo die Kreuze von dir gemacht worden sind. Jo. Oh. Es klappt. Ich darf natürlich anfangen. Siehst du was? Ja, ne? Noch nicht, jetzt sehe ich was. Okay. Also im Augenblick sieht es aus wie immer. Ja. Du hast schon wieder verloren, Pappnase. Was heißt forget jetzt nur da? Was ist daran forget? Keine Ahnung. Ach, guck mal, hier unten gehen die Dinger weg, siehst du? Was? Hier unten ist eins weggegangen. Heißt also, man hat also die Möglichkeit auch fast unendlich zu spielen. Okay. Mach einfach mal. Versuch mal nicht zu gewinnen und dann gucken wir mal, wie weit das hier so geht. Wisst ihr, die werden immer durchsichtiger. Aha. Oh Gott, das ist aber auch schon ein Schwierigkeitsgrad, ein feiner. Da, das ist weg. Okay, das gilt nicht, ich habe das vergessen. Gut, jetzt wisst ihr, was Forget bedeutet und Ultimate wird wahrscheinlich noch schneller weggehen, die Zeichen. Ich sag danke fürs Zusehen und danke an Pappnase dafür, dass du immer verlierst. Ja. Hast ja nicht ein einziges Mal gewonnen. Dein Gesicht, jawohl, habe ich ein einziges Mal gewonnen. Das war genau da, wo ich keine Lust hatte, dich gewinnen zu lassen. Ja, gut. Nein, war natürlich nur ein Spaß. Danke, Pappnase, fürs Mitspielen und ja, wir sehen uns im nächsten Spaßvideo und auf allen anderen Videos noch. Bis dann. Tschüss. Tschüss.